Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass in Österreich jedes Jahr Zehntausende Fasane und Rebhühner gezüchtet werden, in Massentierhaltung, nur für den Jagdspaß von gewissen adeligen Herrschaften. Wenn das den Fasanen hilft, warum nicht? Sind das nicht zeitgemäß ist, Tiere zu züchten, in Fasanerien auszusetzen und wieder abzuknallen? Ich meine, es ist gut, dass sie es machen, aus dem einen Grund, weil es ist nicht in Ordnung, dass sie in so einem Gehege dann gejagt werden. Oft fällt es Menschen schwer, Mitleid mit Tieren zu haben, aber wenn man das quasi mit Menschen macht und sich Menschen das antun, können vielleicht die Menschen besser nachvollziehen, was es bedeutet für ein Tier, die ganze Zeit in solchen engen Bedingungen zu leben. Sie übernachten da drin und werden die ganze Nacht da drin sein. Und sie werden das Essen und Trinken immer, wie Fasane quasi immer, durch die Käfiggitter bekommen. I can feel my face when I'm with you.